Pioniergeist ist, glaube ich, schon was, wo einfach auch viel Mut dazu gehört, weil wenn ich was Neues ausprobiere und was Neues mache, dann bin ich halt nun mal der Erste und muss über die rote Linie gehen und dann kriege ich halt oft auch mal Spott und Höhne sozusagen entgegengebracht. Dieser Drang, immer was Neues zu machen, der hat ja schließlich auch dazu geführt, dass er hier der Erste war, der Skier gehabt hat. Für ihn war das klar, das ist der Wahnsinn. Es sind unglaubliche Erlebnisse und unglaubliche neue Wege, um im Winter eben auch auf die Gipfel zu kommen. Und er wusste, was für ein Potenzial im Skisport liegt.